Das ist mein Waterloo. Ich bin mir sicher, mit ganz viel Soße drüber wird er wunderbar schmecken. Ist ja auch die Absicht, die zählt, oder? Naja, aber das Ergebnis zählt auch. Ich finde, er macht Fortschritte. Eine, wie es aussieht, bestens funktionierende Familie. Wann triffst du ihn denn, euren neuen Chef? Morgen. Und hast du ihn schon mal vorher gesehen? Nein, er war vorher in Bangkok. Die Zentrale hat ihn uns einfach vor die Nase gesetzt. Weißt du, wie er heißt? Georg Schmidt. Nicht unser Georg Schmidt von früher. Das glaube ich kaum. Georg Schmidts gibt's viele. Wer war denn dieser Georg von früher? Ein Schwarm von eurer Mutter. Sah er gut aus? Weißt du, mit 16, ne? Und wieso? Das ist doch gerade wichtig. Sicher, Schätzchen. Außerdem hat sie gleich darauf einen viel besseren Fang gemacht. Und ihn sofort vergessen. Mittelklasse-Typen in der Provinz, Kammermusik und ein tödliches Geheimnis aus der Vergangenheit. Hier erinnert einiges an Altmeister Schabroll. Guten Tag. Tja, jetzt arbeiten die kleinen grauen Zellen wohl ganz heftig. Dieses Gesicht kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Ja, Ihr Gesicht sagt mir etwas. Dein Gesicht sagt mir etwas. EOS, 11. Klasse. Georg Schmidt. Also doch. Georg, ich habe deinen Namen auf dem neuen Stellenplan gelesen, aber ich habe mir nicht vorstellen können, dass du es wirklich bist. Ich weiß. Georg Schmitz gibt's wie Sand am Meer. Zum Beispiel, du weißt, dass ich nach der Penne zur Polizei gegangen bin? Nein, das wusste ich nicht. Ja, genau wie mein Vater. Es ist mir häufig passiert, dass ich Leute verhaften musste, die genau den gleichen Namen trugen wie ich. Das war komisch. Und wie bist du von der Polizei zur Bank gekommen? Das war nach der Wende. Und was machst du? Wie geht's dir? Du bist verheiratet. Ja, natürlich. Mit Anna. Und noch etwas gemahnt an Claude Chabrol. Anna Klose. Die gewollt künstliche? Das Mädchen von der Schule. Und dramaturgisch perfekt konstruierte Story. In der Schule warst du mit einem Mädchen zusammen. Dann seid ihr weggezogen und sie ist meine Freundin geworden. Nun, ich bin mir jedenfalls nicht so ganz sicher, ob die Jugend wirklich die beste Zeit des Lebens ist. Oder, Schatz, was denkst du darüber? Oh, jetzt übertreibst du aber. Ist doch genau die Zeit, in der wir uns kennengelernt haben. Es war sogar genau dein Geburtstag, als wir uns das erste Mal geküsst haben. Hat dir Georg eigentlich schon erzählt, was damals passiert ist, an dem Tag? Georg? Nein. War er dabei? Und ob er dabei war? Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass er es dir nie erzählt hat. Es gibt ja Dinge, auf die ist man nicht gerade besonders stolz. Pauls Freund Georg war schon in der Jugend der erfolgreichere Macher. Wenn du willst, Anna gehört dir. Nimmst das mein Geburtstagsgeschenk? Ach so. Das hätte ich fast vergessen. Es gibt nämlich eine Bedingung. Wegen Anna. Wenn ich zurückkomme, will ich sie wieder. Nach all diesen Jahren ist das doch verjährt. Weißt du, wir waren damals zusammen, Georg und ich. Zusammen? Ja. Wir waren sehr verliebt. Und dann... Dann war er plötzlich weg. Einfach so. Warum eigentlich? So ohne alles. Ich war damals sehr empfindlich. Ich vermute mal, ich wollte verhindern, dass es Tränen gibt. Ah. Und wie kommst du darauf, dass ich geweint hätte? Nicht du. Ich hätte geweint. Ja, so ist er. Er ist zu sensibel. Weißt du noch, wie du meinen Ex-Freund an die Volkspolizei verraten hast? Welchen meinst du denn, mein Liebling? Ach, ich glaube, du meinst diesen Punk. Ja, den Oppositionellen, das hat dich so getroffen. Besonders als du erfahren hast, dass er 2 Jahre im Gefängnis sitzen wird. Georg hat sich nicht verändert. Er ist noch immer so sensibel. Emily? Hallo. Weißt du, dass Georg mein Musikproduzent war? Ach, das war in einem früheren Leben. Meine Tochter schreibt wirklich gute Songs. Ach, Papa. Und das ist Lukas, ihr Bruder. Hi, ist das Ihr Auto? Ja. Hier sind die Schlüssel, wenn du willst. Aber Lukas hat doch noch gar keinen Führerschein. Na, dann zeige ich es ihm. Dann komme ich aber mit. Das kommt nicht in Frage, es wäre ja noch schöner. Gut, ich fahre. Eine schnelle Runde, ne? Georg beginnt, Pauls Familie zu übernehmen. Ja, aber nicht zu schnell. Das letzte Mal, als Georg an ein paar Kids was gezeigt hat, gab es nämlich einen Unfall. Ihm ist nichts passiert, aber die Kinder... Und dann tauchen noch diskriminierende Fotos auf. Jedenfalls wird es sehr schwer sein zu beweisen, dass da etwas manipuliert worden ist.
Du bist verantwortlich für die Sicherheit im ganzen Unternehmen. Nicht mal du kannst etwas machen. Aber Georg, dieser... Der hat doch gerade erst hier angefangen. Wie hat er sich da die Geschichte mit dem Foto ausdenken können? Wenn er der Teufel ist, dann kann er alles. Wie bitte? Nun, wenn er mit ihr den Pakt geschlossen hat, dann wahrscheinlich, weil er der Teufel ist. Ach so. Ja. Und ich an deiner Stelle würde das ernst nehmen. Und wenn der Typ wirklich der Teufel ist, dann kann er dir das Leben zur Hölle machen. Na danke, das hat schon angefangen.